Might take a nap right here. We've lost Seraphim! This is futile! Da ist Xoti weg. Komm, Herzschuss. Yes? Smart, eh? Lava. Oh, der ist down. Gut. Ein Kriegsbogen, hm? The steel one wears into battle is less important than the opportunities found amid the battlefield. In the advantages of your setting, you can find victory. Der Stahl, den man im Kampf trägt, ist weit weniger entscheidend als die Gelegenheit, die man auf dem Schlachtfeld entdeckt. Ja, den Vorteil des Standards kannst du den Sieg finden. Ja, das kann ich. Du hast deine Gerissenheit bewiesen, Wächter, und wir erachten dich als würdig. Um einen Segen zu kämpfen. Such das Becken der Erinnerung auf, und auf, wenn du ausgeruht und bereit bist, deine Jagd fortzusetzen. Mhm. Das heißt, wir rasten jetzt. Dann machen wir einen Zwischenspeicher. Und gucken uns die drei Prüfungsherausforderungen an. Und entscheiden uns dann. What can I interest you? Of course. So. Wir sind gerastet. Aber ja, gib mir die Akebuse zurück. Das Ding ist ein bisschen schlecht zu handeln. Was hast du denn eigentlich so drauf? Den Wind entfesseln und Pfeilwirbel. Pfeile in deiner Linie Frostschaden zuzufügen. Ah, aber diesmal nur Feinden. Hm. Sturm von Hyena. Der von durch Wind entfesselte Schaden wird erhöht. Und den Wind entfesseln lässt Feinde humpeln zurück. Hm. Aber der ist alles so gut, wie es ist. Okay. Gut, dann speichern wir hier jetzt mal. Der letzte war 075, also ist das hier jetzt LP 076A. Und dann ab ins Visionsbecken. Gut, wir fangen einfach mal mit dem Besucher an. Von dem ich die Erwartung habe, dass es der schwierigste Kampf wird. Die Zeit ist gekommen, da jene, die im Namen der Spinne jagen, eine Auslese unter sich vornehmen, um die Besten ihrer Brut zu ermitteln. The Quiet Five
Earth and the Watcher match minds for the attentions of the Seeking Face. May our most cunning contender capture victory. Die stehenden fünf und der Wächter liefern sich einen geistigen Kampf um die Aufmerksamkeit des suchenden Gesichts. Möge der schlauste Anwärter den Sieg erringen. You believe you've chosen to be here. You have not. Every movement you made was orchestrated to bring you here. To us. Du glaubst, du bist aus eigenem Willen hier, das bist du nicht. Jede deiner Begegnungen wurde so manipuliert, dass du hier landest, bei uns. Der Mundwinkel der Frau hebt sich zu einem leichten, schmutzigen Lächeln. Welcome to the end of your story. Pray, make it climactic. Willkommen am Ende deiner Geschichte. Hoffentlich wird es ein Höhepunkt. Ich werde schon noch singen. Okay, stummes Medium. Yolatli die Jüngere, Yolatli die Ältere und noch ein stummes. Also alles Medien. Dann eröffnen wir mal mit einem Knall. So, dann... Oh. Du kriegst einen Herzschuss ab, kriegst du nicht, weil die Fähigkeit blockiert ist. Wie sieht's mit dir aus? Brüll mal. Krieg ich jetzt einen Herzschuss? Nein. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, mein Anfang hat war ein bisschen unfair. Ja, die Seelenergie wirbelt um dich herum und beträgt schwer deine esoterischen Sinne. Du strengst deinen Willen ein wenig an und es gelingt dir, die Umgebungsessenz zu steuern. Ja, Quest gescheitert, gut. Die Seele ist jetzt zum Schmelztiegel und zur wilden Tierwelt von Kasovari zurückschicken. Die Seele ist jetzt im Buatu leiten und ihn dadurch befähigen. Die Seele ist jetzt selbst aufnehmen. Die Seele ist jetzt zum ewigen Rat leiten. Du versuchst, die Seele ist jetzt zum ewigen Rat zurückzuführen, doch du musst erleben, wie deine Anstrengungen vereitelt werden. Irgendetwas versperrt anscheinend den Weg ins Jenseits. Mhm. Ich kann sie also nicht zum Berat schicken. Ich könnte sie in Muato reinleiten. Nee, schicken wir sie in den Schmelztiegel zurück. Du hast Galloways Zorn gelernt. Du lässt zu, dass die Energie sich wieder in der Arena niederlässt, auch wenn du sehr wohl spürst, wie ein wenig der Macht in die Wildnis außerhalb der Arena entweicht. The Quiet Five have been matched and surpassed. The Seeking Face chooses the Watcher to represent those who seek. Die stehenden fünf wurden geschlagen. Das suchende Gesicht wählt den Wächter aus, um jene zu vertreten, die auf der Suche sind. Celebrate your victory, but do not tarry. You soon face the chosen slayers and survivors. Only one can be champion of the hunt.
Feiert euren Sieg aber nicht säumig. Ihr werdet schon bald den auserwählten Schlechtern und Überlebenden gegenüberstehen. Nur einer kann der Meister der Jagd sein. When you are ready, commune with the pool of memories. But for now, thank Tuamawai for guiding you to this moment of victory. Wenn ihr bereit seid, kommuniziert mit dem Becken der Erinnerungen. Aber dankt zunächst Tuamawai, dass er euch zu diesem Moment des Sieges geführt hat. Hey, Konstantin hat ein Level up. Gut, was sagen... Die Quests? Oh, die Fehlgeschlagenen, die sind einfach weg. Ja, ich habe die Stimmen 5 besiegt und wurde vom suchenden Gesicht auserwählt. Ich sollte zur Kammer der Erinnerung zurückkehren, um zu sehen, welche weiteren Prüfungen auf mich warten. Ja. Die Prüfung. Achso, das hatten wir schon. Das war das erste von denen. Den Übergangsritus auch. Schmelztiegel. Ich wurde von einem der Gesichter der Jagd auserwählt. Ich kann nun zum Becken der Erinnerung zurückkehren, um ihren Segen zu empfangen. Ja, gut. Speichern wir hier erstmal. Das ist dann LP 076 Seeker. Dann werfen wir mal kurz einen Blick darauf. Was uns das Ganze eingebracht hat. Um meine verneigt dir gehörten Kopf, als du dich näherst. Welcome home, chosen of the spider. You and the seeking face have established an accord. Quest abgeschlossen, der Schmelzige. Willkommen zu Hause, Auserwählte der Spinne. Du und das hohe Gesicht habt eine Übereinkunft getroffen. May you seek greatness with every breath from here to your last. Mögest du von jetzt an mit jedem Atemzug bis zum letzten nach Größe streben. Sie nickt Ingari zu, der einen Rapier den Händen hält. This belonged to a prior chosen. I will come to claim it when you die. But until such day, may it bring you glory in battle. Dies gehörte einst einem Auserwählten. Ich werde es beanspruchen, wenn du stirbst, aber bis dieser Tag eintrifft, möge es dir im Kampf zu Ruhm verhelfen. Ich fühle mich geehrt. Das Geschenk schweigend entgegennehmen. Kann ich schon mit den Gesichtern sprechen? Ich wette, ich könnte das für eine hübsche Summe verkaufen. Schweigend entgegennehmen. Das Becken der Erinnerung blubbert und schwappt, womit es die Aufmerksamkeit von Humaya auf sich zieht. Ihr Blick wird ernster, als sie ins Wasser blickt. The time has come, then, for the grand champion of the hunt to be decided. Die Zeit ist also gekommen. Der große Meister der Jagd wird bestimmt. Shit. Time to make good on our big talk. Scheiße, es wird langsam Zeit, dass du deine großartigen Worte in Taten umsetzt. Ready yourself for battle. Then gaze into the pool of memories. Mach dich kampfbereit und blicke dann in das Becken der Erinnerung. It shall reveal the final right. The battle that shall determine the champion of the hunt. Ich werde den letzten Ritus erhöhen. Der Kampf, der den Meister der Jagd bestimmen soll. May the greatest of the great achieve eternal glory in our sight. Möge der Beste der Besten ewigen Ruhm vor unseren Augen erringen. Ja, gucken wir mal kurz. Also ich habe die Prüfung abgeschlossen. Nein. Der Schmelztiegel. Ich wurde zu einem Auserwählten der Gesichter der Jagd. Ich muss nur noch den letzten Kampf um den Titel des Meisters der Jagd bestreiten. Meister der Jagd. Ich habe mir das Recht verdient, eines der Gesichter der Jagd im blutigen Kampf des Schmelztiegels zu vertreten. Wenn ich als Sieger daraus hervorgehe, werde ich zum Meister der Jagd ernannt und ich werde mit den Gesichtern der Jagd persönlich kommunizieren können. Besiege die anderen Auserwählten und sichere dir den Titel des Meisters der Jagd. Ähm.
Ist das ein Bug? Ich kann nämlich nichts lesen. Quando sentio pronto patrol klingt spanisch oder valianisch? Werfen wir mal einen Blick rein.